ein knackiges High-Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute soll es um das Halloween-Event gehen und ich möchte euch gerne zeigen, wie ihr Albtraumkreis Nummer 9 schaffen könnt. Beziehungsweise alle Kreise könnt ihr auch mit dieser Technik super schaffen, das geht. Ich möchte aber gleich dazu sagen, ja, es macht es einfacher, in Anführungszeichen, trotzdem ist es nicht einfach, weil die Abstimmung in eurem Team muss einfach da sein und das dauert erstmal. Also wir haben, glaube ich, 3 Stunden erstmal gebraucht, bis wir wirklich unsere Taktik verfeinert haben und ja, die Idee kommt logischerweise nicht von mir, wir haben uns die Videos auch überall angeschaut mit dem Schieben und wir haben es dann einfach für uns doch ein bisschen verfeinert. Bevor wir aber jetzt die Runden zeigen, ich habe euch Kreis 8 und Kreis 9 gezeigt, weil wir haben nämlich Kreis 8 und Kreis 9 direkt hintereinander geschafft, möchte ich euch erstmal die Skillung der Schiffe zeigen und wie gesagt, dann halt auf T8 gehen, wollte ich gerade sagen, Kreis 8 gehen und dann euch auch eben Kreis 9 zeigen. Gut, gehen wir mal in den Halloween-Modus rein. Ihr müsst natürlich, wenn ihr eine 5er-Division spielt, müsst ihr alle 3 Linien bzw. alle 3 Klassen nehmen. Also ihr könnt jetzt nicht 3 Zerstörer und 2 Schlachtschiffe, das geht nicht. Es muss auch eine Hyper Viper dabei sein. Und hier muss ich auch ehrlich sagen, ja, die Hyper Viper ist dieses Jahr einfach nicht gut gebalanced. Gerade auf den hohen Stufen hat die Hyper Viper einfach die größten Nachteile. Sie platzt am schnellsten raus. Also das, da muss ich wirklich sagen, Wargaming, da habt ihr nicht so ein bisschen gut überlegt. Also ich finde, Juwel und auch der Schmeichler, das sind beides sehr, sehr gute Schiffe, die sich auch wirklich gut verteidigen können, die halt auch, ja, fair gebalanced sind. Aber die Hyper Viper, die, muss ich ehrlich sagen, die ist doch deutlich, deutlich schlechter. Und die wird bei uns auch wirklich hauptsächlich nur dafür benutzt, permanent Radar zu spammen, wirklich zu spammen, damit wir permanent sehen, wo die Schiffe sind. Und wie gesagt, wir gehen jetzt die Skillungen durch. Was ganz wichtig ist, Freunde, ihr braucht eine 5er-Division. Mit Randoms könnt ihr sowas völlig vergessen. Ihr braucht eine 5er-Division. Ihr könnt bei mir auf den Discord gehen, könnt da gerne nach Leuten nachfragen. Da findet ihr bestimmt welche. Und ihr müsst einfach mit Headsets kommunizieren können. Das ist das A und O. So, wir fangen mit der Juwel an. Bei der Juwel ist es erstmal ganz, 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 ganz wichtig, dass ihr den Nebelgenerator mitnehmt. Nicht den Torpedo-Nachladebooster, der bringt euch nichts. Denn unsere Aufgabe ist es, die Transylvania hinten aus dem Hafen rauszuschieben und dann wirklich wegzuschieben. Und die muss mit dem Schlachtschiff zusammen, muss sie permanent im Nebel stehen. Das bedeutet wirklich, ihr fahrt fast dann nebeneinander dran und müsst dann wirklich permanent nebeln. So, und wenn der eine Nebel kurz vorm Auslaufen ist, dann gibt er dem anderen die Idee Bescheid, dass der nebeln kann. Dass ihr wirklich durchgehend eine Nebelwand erzeugen könnt, ohne dass ihr permanent aufgeht. Das ist leichter gesagt als getan, weil wenn die Juwel ein Stückchen zu weit vorfährt, dann wird der Schlachtin nicht mehr im Nebel stehen und geht dann halt auf. Oder wenn ihr halt mit dem DD zu weit zurücksteht, dann ist die Transylvania offen und da schießen die natürlich gerne drauf. Trotzdem, Nebelgenerator ist wichtig und muss mitgenommen werden. Was auch ganz wichtig ist, ihr braucht 3 DDs. Wir haben es auch mit 2 DDs, 2 Schlachtschiffen und einem Kreuzerversuch gehabt. Das ist für den Rückhalt der Schiffe, der feindlichen Schiffe, ganz gut. Aber wenn euch eine Juwel wegbricht, weil sie einen Torpedotreffer kriegt, weil die spammen Torpedos auf euch, Freunde, das ist nicht mehr normal, dann habt ihr ein Problem, weil dann habt ihr nur noch 1 DD, der eben nicht mehr dauerhaft Nebel zünden kann. Deswegen nehmt lieber 3 DDs mit, damit ihr im Großen und Ganzen auch nochmal 1 in Reserve habt. So, jetzt kommen wir mal zu der Skillung von dem Kapitän. Die ist nämlich auch ganz wichtig. Und hier haben wir 2 DDs, die Skillung, die ihr jetzt seht, habt. Und dann hatten wir noch 1 DD mit einer anderen Skillung, die zeige ich euch dann gleich per Screenshot. Also, wir haben hier, du kannst mich nicht sehen, Nachladezeit des Nebelerzeugers -40%. Wichtig, Freunde, wirklich wichtig, dass der Nebelerzeuger immer wieder ganz früh da ist. Ja, ihr habt den Nachteil, dass ihr maximale TP verliert. Aber da ihr die DDs dann sowieso anfangs in eurem Nebel spielt und da als Torpt, passiert euch da nichts. Ihr müsst dann natürlich versuchen, immer den Abstand zu halten. Dann haben wir hier volle Fahrt vorausgenommen, Dauer des Motorboosts +15%, damit die DDs sich dann halt einfach auch wieder schneller heilen können. Dann haben wir hier Fang mich doch, maximale Bewegungsgeschwindigkeit, um einfach wirklich schnell agieren zu können. Und zum Schluss komm und hol es dir, Nachladezeit des Torpedowerfers, weil wenn wir dann mit der Transylvania wirklich unterwegs sind, müssen die DDs auch immer wieder nach hinten die Torpedos werfen, weil ich dachte anfangs auch, dass die KI so programmiert ist, dass sie halt wirklich nur in den Hafen fährt, was sie auch tut, und danach einfach stehen bleibt, wenn sie kein Ziel hat. Nein,
Die bleibt zwar teilweise, das ist auch wieder RNG-abhängig, die bleibt teilweise kurz stehen, ja, und dreht aber dann um. Und wenn ihr kurz einmal gespottet seid, wissen die sofort, wo ihr seid und die fahren dann wirklich partout drauf los. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ihr es wirklich schaffen solltet, dass die Transylvania und der Schlacht, die niemals aufgehen oder auch der Kreuzer niemals aufgeht. Also wenn wirklich die komplette Gruppe immer zu bleibt, weiß ich nicht, ob sie dann wirklich direkt wieder zu euch zurückkommen. Das kann ich euch nicht sagen. Wir hatten es halt immer wieder, dass ich entweder kurz auf war mit dem Schlachtschiff oder dass der Kreuzer kurz auf war und dann wissen die halt ganz genau, wo ihr seid und dann fahren die halt auch stuhlstracks genau euch her. Und da müsst ihr halt gegenwirken, weil ihr fahrt mit der Transylvania im Großen und Ganzen 18 Knoten. Manchmal habe ich sogar geschafft, über 20, ich glaube 25 Knoten habe ich sogar einmal geschafft, sie zu drücken, wenn ihr wirklich kerzengerade sie hinten erwischt. Und die kommen trotzdem hinterher. Ne? Also die kommen hinterher und ihr müsst dann halt die Torpedos als ballern, 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 weil wenn die Torpedos auch nur nah an den Feinden sind, versuchen die auszuweichen. Das bedeutet, die versuchen dann zu bremsen, drehen dann weg und das ist Zeit, die ihr braucht. Ihr müsst immer wieder versuchen, den Abstand zu den Gegnern beizubehalten. Wir hatten es dann bei Tier 9, Kreis 9, wirklich so, dass es dann, glaube ich, eins oder zwei Schlachtschiffe geschafft haben, wirklich nah an uns ranzukommen, weil wir halt auch den Kreuzer verloren hatten. Dann halt wirklich versuchen, den schnellstmöglich rauszukriegen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt zeige ich euch nochmal die andere Skillung. Da hat der Tannenberg dann hier statt die volle Fahrt vorausgenommen, die Torpedogeschwindigkeit erhöht, dass ihr halt auch einfach eine DD habt mit schnellen Torpedos. Dann hat er noch, ne, das war's, das war nur der eine Skill, den er, genau, das war nur der eine Skill. Also, der zweite DD hat dann hier wirklich, bevor du es weißt, genommen, statt volle Fahrt voraus, sonst hat er aber alles gleich. Was auch ganz wichtig ist, Freunde, ihr müsst hier unten auch den legendären Perk reinmachen. Erstens ist der wichtig dafür, dass ihr hier oben die Sachen wirklich komplett auslemmen könnt. Und zweitens ist das der Perk für eure legendäre Macht. Die legendäre Macht ist das, was ihr leveln könnt in dem Gefecht. Ne, zum Beispiel bei dem, wie heißt, bei dem Schlachtschiff der Heal, bei dem, was glaube, ich weiß gar nicht, was es bei dem DD war. Ich glaube, da war es der Motorboost. Ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und bei den Kreuzer ist es, glaube ich, dann der Nachladebooster. Ne? Dafür ist es dann halt gedacht. Also unten immer reinmachen, nicht weglassen, ist ganz wichtig. Wie gesagt, schon alleine, um hier dann wirklich die Stats oder die Perks komplett auf 16.4 zu bekommen. Gut, das war unsere Derek, also unser DD-Kapitän, habe ich euch jetzt gezeigt. Beide Skillungen, wie gesagt, zwei Skillungen, so wie es hier anfangs war, ne, wie die hier. Und eine Skillung haben wir halt mit, bevor du es weißt. Aber, wie gesagt, immer Nebel mitnehmen. Den Torpedo-Nachladebooster würde ich komplett weglassen, weil, wie gesagt, wenn ihr einen DD verliert und ihr habt einen DD mit Nachladebooster, dann habt ihr das Problem, dass er euch nicht nebeln kann. Und ihr braucht ihn einfach. Wirklich schon alleine als Reserve. So, kommen wir zu dem Kreuzer. Da ist es im Großen und Ganzen recht egal, wie ihr ihn skillt. Ganz wichtig ist halt, dass ihr hier den sechsten Sinn reinmacht, damit die Nachladezeit des Radars wirklich runtergeht, ne? Auf minus 60%. Der Rest ist egal, ich zeige euch jetzt wirklich einfach die Skillung, wie unser Kreuzer geskillt war. Er hat hier oben Munitionsmeister genommen, minimaler Abprallwinkel der AP. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil ihr merkt mit dem Kreuzer, erstens habt ihr eine verdammt beschissene Streuung und zweitens prallt halt wirklich viel ab. Hier habt ihr halt dann wirklich den Vorteil, dass ihr minimalen Abprallwinkel verbessert habt und halt auch den garantierten Abprallwinkel. Also ihr macht auf jeden Fall deutlich mehr Schaden. Und der Kreuzer ist halt auch wirklich gerade in der Anfangsphase wichtig, die DDs auf Distanz zu halten. Das ist die einzige Klasse, die wirklich gut gegen die DDs bekämpfen können. Die Schlachtis brauchen einfach zu lange. Die DDs haben überhaupt keine Chance gegen die feindlichen DDs. Wenn die anfangen zu schießen, dann sind eure DDs ganz, ganz schnell weg. Deswegen muss der Kreuzer da halt wirklich agieren. So, wie gesagt, hier oben am Munitionsmeister haben wir drin. Dann haben wir, du kannst mich auch nicht sehen, Streuung des gegnerischen Beschusses plus 50%, was wirklich nicht verkehrt ist, ne, damit hier halt einfach in Anführungszeichen nicht so oft getroffen werden könnt. Aber wenn natürlich 500.000 Schiffe auf euch schießen, dann ist die Chance sehr gering, dass ihr nicht getroffen werdet. Ne? Also die Chance besteht sehr hoch, dass ihr dann trotzdem einen auf den Senkel kriegt. Ja, wie gesagt, hier der sechste Sinn ist ganz, ganz wichtig. Und dann Wut des Schützens. AP-Schaden des Kreuzergeschützes plus 20%, HE-Schaden plus 20%. Den würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen, weil Reichweite braucht ihr nicht. Ne? Ihr wollt wirklich versuchen, die Transylvania wirklich da wegzudrücken. Und die kommen sowieso auf euch drauf. Und da habt ihr dann wirklich genügend, ja, wie soll ich sagen, genügend Reichweite. Und zum Schluss, wenn ihr sowieso versucht, mit dem Kreuzer dann auch in der Nebelwand zu stehen, dann werdet ihr eh nicht mehr schießen. Weil wenn ihr schießt, dann habt ihr da logischerweise einen schlechteren Tarnwert. Wenn ihr nicht schießt, habt ihr einen garantierten Tarnwert von 2 Kilometern. Es ist wichtig, dass der Kreuzer wie ein Bekloppter wirklich Radar drückt, 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 drückt.
ihn auch immer wieder dran erinnern, das mussten wir auch machen, ne? Immer sagen, ey, wie sieht's aus mit dem Radar, weil man ist es einfach nicht gewohnt, dass ein Radar einfach so schnell wieder da ist, ne? Das ist wirklich, ne? Man drückt seinen Radar gleich direkt am Anfang, damit ihr halt auch seht, wie sie spawnen, da werde ich ja auch gleich nochmal was sagen und ja, dann, wie gesagt, drücken und wie gesagt, immer wieder dran erinnern, wir mussten uns den Kreuzerfahrer auch immer wieder dran erinnern, weil man ist es einfach nicht gewohnt. Also macht dem Kreuzerfahrer auch keinen Vorwurf. Das ist einfach wirklich Fakt. Ich habe es selber dann auch getestet. Ich habe es auch immer mal wieder vergessen, weil man dann auch einfach total auf die Gegner fokussiert ist. Und dann ist es wirklich gut, wenn ihr ihn dran erinnert. Ne? Wie gesagt, auf Reichweite skillen braucht ihr hier überhaupt nicht. Versucht hier wirklich dann den Perk auf jeden Fall mitzunehmen. Ihr könnt hier versuchen, auch Länge der Dauer der Hauptbatterie mitzunehmen. Also das bleibt euch wirklich offen. Aber das hier unten, der sechste Sinn, den solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und auch Wut des Schützens würde ich eventuell mitnehmen. Also schon alleine, wie gesagt, um die Ds recht schnell rauszukriegen und auch das mit dem verbesserten Abprallwinkel macht in meinen Augen wirklich sehr viel Sinn. So, kommen wir zum Schlachtschiff und in meinen Augen der wichtigste Fahrer, weil er muss natürlich die Transsilvania drücken und wenn er das halt nicht beherrscht, dann habt ihr ein großes Problem, weil ihr könnt die Transsilvania wirklich sehr, sehr gut lenken, das werde ich euch auch gleich im Video zeigen. Das geht wunderbar, aber es steckt natürlich auch ein bisschen Übung drin, also macht dem BB-Fahrer keinen Vorwurf, der muss das auch üben. Aber wie gesagt, er ist halt wirklich dafür zuständig, die Transsilvania da wirklich wegzudrücken. Wenn der einen Fehler macht, dann habt ihr meistens auch wirklich einen Riesenfehler. Klar, die anderen zwei sind genauso wichtig, nicht, dass das jetzt hier falsch verstanden wird. Gerade auch die DDDs, weil die halt wirklich vorne an der Linie dann auch anfangs noch sind und versuchen wirklich die Linie zurückzuhalten. Aber wie gesagt, wenn der Schlachti es wirklich total vergeigt, mit der Transsilvania zu drücken, dann ist es dann halt auch im Großen und Ganzen vorbei. So, wir schauen uns hier die Skillung an. Ganz wichtig, nehmt die Eisenhaut mit, damit ihr maximalen TP habt, weil der Schlachti wird im Großen und Ganzen am wenigsten schießen. Ihr werdet mit dem Schlachti nicht viel Schaden machen. Ich war, glaube ich, immer so bei 50.000, 70.000. Hier geht es wirklich darum, dass ihr das Schlachtschiff nur benutzt, um halt eben die Transsilvania zu schieben. Dann, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Perk, den dürft ihr überhaupt nicht vergessen, ist Momentum aufbauen. Schlachtschiffgeschwindigkeit plus 40%, Ruderstellzeit minus 40%. Dann schafft ihr nämlich, ja, Nachteil ist natürlich maximaler TP, deswegen halt auch wieder die Eisenhaut mit rein. Dann seid ihr, glaube ich, bei 80.000 Leben. Das ist ganz wichtig, weil wenn ihr diesen Perk nicht drin habt und die Transsilvania drückt, dann drückt ihr die Transsilvania meistens nur mit 6 bis 7 Knoten. Das ist viel zu langsam. Mit diesem Perk schafft ihr wirklich 18 Knoten, 17, 18 Knoten und manchmal sogar über 20 Knoten. Das ist wirklich hervorragend und die Geschwindigkeit braucht ihr auch. Auch wenn ihr niemanden schiebt, ihr müsst ja auch zu Anfangszeiten, müsst ihr erstmal das Schlachtschiff benutzen, damit ihr erstmal überhaupt zur Transsilvania kommt. Und das muss halt wirklich schnell passieren. Und die Iowa, die fährt dann halt wirklich, oder der Schmeichler, fährt dann halt wirklich 45 Knoten, das ist schon richtig geil. Dann würde ich euch hier auf jeden Fall jede Kugel zählt empfehlen, aus dem einfachen Grund, die kommen immer wieder näher ran, auch wenn ihr im Nebel steht. Wenn der Radarkreuzer noch da ist und permanent radaren kann, eure Secondary schießt wie ein Bekloppter dann auf die Schiffe drauf und kann die auch wirklich runterballern. Und da ist es dann halt auch wirklich wichtig, dass die Secondary genau ist, ne? Und wenn die Secondary schießt, das wird nicht als Schuss gezählt. Ja, also wenn ihr mit der Hauptbatterie schießt, geht ihr natürlich dann im Nebel auf und die Secondary kann einfach ganz normal arbeiten, ohne dass sie aufgeht. Also ihr habt dann trotzdem noch den garantierten Tarnwert von 2 Kilometern, das ist ganz wichtig. Ja, hier zum Schluss habe ich mich dann nochmal dafür entschieden gehabt, ihr könnt aber hier auch Metamorphose nehmen, um den Schaden zu reduzieren, was auch nicht verkehrt ist. Ich habe allerdings unerträglichen Treffer genommen, aus dem einfachen Grund, wenn dann wirklich so eine Waag oder hier diese Pestizide, eins von den beiden Schlachtschiffen, wirklich es schafft, nah an euch ranzukommen und ihr dann so oder so offen seid, dass ihr die dann halt wirklich schnellstmöglich mit dem Schaden eurer Hauptbatterie bekämpfen könnt. Ihr wisst, umso höher der Kreis, umso weniger Schaden macht ihr auch einfach. Es ist dann wirklich schon teilweise frustrierend, deswegen nehmt auf jeden Fall diesen Perk mit. Ja, der Nachteil ist mit dem erlittenen Schaden, aber wie gesagt, ihr könnt auch hier erlittenen Schaden an ihrem Schaden, also Metamorphose nehmen, um einfach den Schaden zu reduzieren. Aber wenn ihr offen seid und alle auf euch schießen, bringt euch die 25% auch nichts mehr. So habt ihr halt wirklich nochmal einen Perk, der einfach dazu da ist, dass ihr halt doch ein bisschen mehr Schaden drücken könnt. Und wie gesagt, denkt immer daran, dass ihr auch hier unten den Perk einbaut. Gut, Freunde, bevor es jetzt in das Gefecht geht, ist es auch nochmal ganz wichtig zu wissen, was ist wichtig zu sehen. Wir gehen jetzt hier auf die Info, ihr seht jetzt hier oben links die Karte. Die drei roten Punkte sind die Spawns von den Gegnern. Es gibt immer zwei Spawns in Anführungszeichen.
Ja, es kann sein, dass die unten links spawnen mit der großen Truppe. Das sind dann immer, glaube ich, 4 Schiffe. Und daneben dann die kleine Truppe mit 2 Schiffen. Versucht es immer so, dass der große Trupp mit diesen 4 Schiffen in der ersten Welle immer in der Mitte spawnt. Na, wenn ihr seht, dass die gleich oben oder unten spawnen, könnt ihr direkt rausgehen, um euch einfach Zeit zu sparen. Es ist random, es ist egal. Also es ist nicht so, dass die wirklich immer nur, wenn ihr die gleichen Klassen nehmt, immer an der gleichen Stelle spawnen. Nein, das ist total random. Versucht einfach wirklich, dass die große Anfangstruppe von den 4 Schiffen wirklich in der Mitte spawnt und die anderen 2, das ist dann egal, ob unten oder oben, das schafft nämlich einer alleine und die große Truppe, wenn die in der Mitte ist, dann habt ihr halt wirklich eure Einheit direkt in die Mitte verlagert. Das ist wichtig, weil ganz wichtig ist dann, wir versuchen die Transsilvania unten links, wo der Spawn ist, also erstmal versuchen wir sie ganz nach unten Richtung Karten dran zu drücken, dann werden wir sie lenken, fahren dann Richtung der großen Insel unten links, so auf 7 Uhr. Und dann fahren wir mit der drumherum und fahren dann halt wirklich Richtung der feindlichen Spawns. Versucht, es ist ganz wichtig, dass ihr versucht, die erste Welle wirklich zurückzuhalten, weil das Schlachtschiff braucht Zeit. Ihr könnt es auch schaffen, wenn sie durchbrechen, das geht auch, aber das macht es euch ganz deutlich schwieriger, weil wenn die Schiffe durch die Linie durchgefahren sind, dann kommen direkt alle Angriffslinien und das ist dann richtig schwierig, weil dann fangen die auch an, schneller zu werden und ihr kommt ganz, ganz schnell in die Petroleum. Das wollt ihr nicht. Deswegen versucht erstmal mit Kreuzer aber recht weit hinten zu halten, dass der dann halt wirklich ganz schnell beim Schlachtschiff sein kann, weil ihr müsst versuchen, dass der Kreuzer nicht direkt wegplatzt und der hat wirklich das schwierigste Leben in dem Modus. Wie gesagt, deswegen versucht den halt wirklich recht weit hinten zu parken, die 3DDs dann wirklich vorne und in der Zeit, wie ihr mit der Iowa, mit der Schmeichler wirklich dann Richtung Transsilvania fahrt, da könnt ihr auch noch permanent schießen. Aber wenn ihr bei der Transsilvania seid, versucht euch wirklich hauptsächlich darauf zu fokussen, die Transsilvania richtig zu schieben, weil wenn ihr da versucht, da noch nebenbei zu schießen, die kann euch ganz schnell seitlich abhauen, dann lenkt die wirklich in eine Richtung und dann ist es wirklich schwierig und das ist dann halt auch Zeit, die euch dann einfach fehlt, sie wieder gerade zu bekommen. Ne? Deswegen, ganz wichtig, die DDs vorne zu positionieren, dass die halt wirklich die erste Welle zurückhalten, das Schlachtschiff wirklich direkt umdrehen, damit es wirklich die Transsilvania gleich schieben kann. Kann dabei aber wirklich schießen und den Kreuzer ein bisschen weiter in der Mitte zu positionieren. Erstens, weil er dann eventuell auch von dem Heal profitieren kann, von dem Schlachtschiff. Der soll dann wirklich dann in der zweiten Welle kommen, nämlich dann durch die Mitte immer 3 DDs. Die müssen dann halt auch noch weg. Und da kann der Kreuzer halt wirklich gut fungieren. Ne? Und dann wirklich anfangen, der DD, der wirklich am weitesten wegsteht von dem Konvoi, Transsilvania und Schlachtschiff, der sollte sich dann langsam Richtung Transsilvania dann auch begeben, dass wenn ihr dann wirklich ungefähr unten beim Kartenende seid, da werden dann die ersten von der rechten Seite runterkommen und da müsst ihr dann halt wirklich anfangen zu nebeln. Die rechte Seite könnt ihr dann wirklich komplett ignorieren. Was ganz wichtig ist, ist dann wirklich die linke Seite komplett frei zu halten. Die Mitte ist dann auch egal, aber die linke Seite muss dann wirklich frei sein. Da kommt nämlich noch eine Wag und ein Pestizid auf jeden Fall durch. Die kommen, glaube ich, in der zweiten oder dritten Welle. Die wollen da unten langfahren und die versuchen auch rechts an der Insel vorbeizufahren, nicht links. Das heißt, die kommen euch auf jeden Fall entgegen. Die müssen unbedingt weg, weil wenn die zu nah dran sind, die Secondary, die hat einen Schadensoutput vom Allerfeinsten, die haut euch in Stücke, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist ganz, ganz wichtig und ja, Freunde, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze einfach nochmal in der Praxis an und wie gesagt, wir fangen jetzt hier einfach ganz normal mit Kreis 8 an und dann, ich werde auch gar keinen Cut machen, damit ihr auch wirklich seht, dass wir das wirklich hintereinander weggespielt haben und es dann halt auch geschafft haben. Und wie gesagt, diese Taktik könnt ihr auf allen Stufen bei Albtraum anwenden, das funktioniert einwandfrei. Gut, dann sehen wir uns in der ersten Runde wieder, Freunde. Bis gleich. So, Freunde, willkommen in dem Halloween-Modus. Wir sind jetzt hier wirklich Kreis Nummer 8. Und das ist eigentlich auch so das schönste Beispiel. Also, was ihr dann auch wirklich seht. 9 war dann schon ein bisschen hakeliger, weil wir auch einfach völlig übermüdet waren. Das war, glaube ich, 2 Uhr nachts. Und wir haben um 23 Uhr angefangen und haben wirklich bis 2 Uhr nachts keinen Erfolg gehabt. Und dann wirklich kam der Erfolg, weil dann die Absprachen einfach funktioniert haben. So, jetzt achtet wirklich oben auf die Minikarte. Der Kreuzer sofort Radar zünden ist ganz, ganz wichtig, damit ihr einfach seht, wie die spawnen. Und genauso wie die jetzt spawnen, das ist die perfekteste Voraussetzung, die ihr haben könnt, ne? Dass der große Trupp in der Mitte ist und die 2 Schiffe unten spawnen, weil dann müsst ihr die DDs
nicht alle teilen, ne, dass sich dann oben um die Flanke einer kümmern muss, sondern ihr könnt wirklich die Schiffe gebündelt haben. Der Schmeichler muss sofort direkt von Anfang an zurück Richtung Transsilvania. Ihr solltet wirklich versuchen, die erste Welle wirklich aufzuhalten. Wirklich die Schiffe so lange wie möglich von dem Kreis wegzuhalten, weil wenn die wirklich in den Kreis reinfahren, dann kommen halt sofort alle Wellen und dann wird es für euch ungemein schwierig. Ne, ihr seht schon, auch der Kreuzer zieht sich jetzt schon zurück, weil der Kreuzer einfach am wenigsten aushält. Der ist so dermaßen fragil, dass er halt wirklich schnellstmöglich weg ist und ihr braucht den unbedingt wegen dem Radar. Wenn er wirklich, ich sag mal, in den letzten 2 Minuten dann wegstirbt, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Es ist zwar dann nicht mehr, es ist nicht geil, keine Frage, aber es geht dann trotzdem noch. Aber der darf wirklich nicht zu Anfang sterben. Wenn der zum Anfang stirbt, gleich die Runde beenden, alle Mann rausgehen und gleich wieder von vorne starten. Ja, macht überhaupt nicht erst weiter, es taugt nichts. So, ihr seht, wie gesagt, ich fahre jetzt wirklich Richtung Transsilvania. Die halten jetzt wirklich die Truppe da auf. Ne, können sich jetzt schön positionieren, das ist perfekt. Ne, es muss sich jetzt nicht großartig geteilt werden. Wie gesagt, Hipper zieht sich auch zurück und ich fahre jetzt hier wirklich zur Transsilvania. Und solange wie ihr zur Transsilvania gefahren seid, könnt ihr halt auch noch ein bisschen mitschießen. Ja, die Streuung ist halt auch sehr RNG-abhängig. Eine gute Streuung habt ihr so oder so nicht. Ihr habt eine beschissene Streuung und eine extrem beschissene Streuung. Das ist eigentlich so Standard in dem Modus. Na, wir schießen jetzt hier nochmal einmal mit dem Heckturm. So, und was auch ganz wichtig ist, in der letzten Kurve von der Transsilvania, also bevor ihr die Transsilvania dann wirklich mit dem Bug rammt, wirklich das Schiff nochmal abbremsen. Weil die bremst so schnell ab und ihr, wenn ihr dann voll einschlagt, dann lenkt die wirklich richtig stark und richtig schön schnell ein. Ja, also ich bin jetzt hier noch genau komplett auf Vollspeed und jetzt achte dann wirklich gleich auf meine Geschwindigkeit, wenn ich die letzte Kurve zur Transsilvania fahre. Dann bremse ich nämlich meistens auf 1/4 Fahrt runter, manchmal sogar auf Stopp. Ich switch also, ich spiele da so ein bisschen mit der Geschwindigkeit. Na, so, wir drehen jetzt das Schiff. Und fokust euch immer auf das Heck von diesem Schiff. So, seht ihr? Jetzt habe ich auf 1/4 Fahrt runtergebremst. Und ihr seht, guck mal, wie schnell die Iowa eintritt. Ne? Und wenn ihr dann wirklich so mit dem Bug zwischen diesen zwei Flügeln seid von der Transsilvania, dann wieder einfach Vollgas geben. Ja, jetzt hier schön das Ruder wieder zurücknehmen. Und dann jetzt Vollgas. Und dann docken wir schön am Ärschchen von der Transsilvania ein. Was auch ganz wichtig ist, ihr könnt die Transsilvania komplett lenken. Ihr seht diese zwei Flügel am Heck. Wenn ihr mit dem Bug in den rechten Flügel reindrückt, dann dreht die Transsilvania nach links weg. Drückt ihr euer Bug in den linken Flügel, dann dreht sie nach rechts weg. Na, es ist wie so ein LKW-Prinzip. Ihr müsst euch vorstellen, die Transsilvania ist der LKW vorne und die Iowa hinten ist der Anhänger. Na, so müsst ihr euch das vorstellen. Ja. Ich sag's immer wieder, das habe ich auch zu den Jungs gesagt. Es hat sich ausgezahlt, dass ich mein ganzes Leben lang Simulationsspiele gespielt habe. Ne? Euro Truck, vielen lieben Dank, Euro Truck 2, habe ich für mein Leben gerne gespielt. So, und solange wie ihr jetzt hier hinten seid und keinen Fokus habt, da könnt ihr auch gerne nochmal drauf schießen. Ne? Wenn die natürlich näher rücken. Ihr seht es jetzt, eine Idee ist schon auf dem Weg zu uns. Die anderen zwei versuchen halt jetzt wirklich noch die Linie so lang wie möglich zu halten und ziehen sich dann auch Richtung uns. Ne? Richtung zu uns, wie auch immer. Und wie lange noch, solange ihr noch keinen Fokus auf euch zieht, könnt ihr hier halt auch immer mal ein bisschen schießen. Achtet aber darauf, dass ihr wirklich die Transsilvania richtig drückt. Weil es kann euch auch wirklich passieren, wenn ihr jetzt so seitlich guckt, ne, und ihr kommt dann versehentlich hier die ganze Zeit mit dem Bug an den rechten Flügel, dann drückt ihr die halt als weiter nach links weg. Das ist Kacke, das wollt ihr nicht. Na, ihr wollt jetzt wirklich hier gerade an den Kartenrand fahren. Na, und wenn der Fokus das erste Mal auf euch liegt, dann muss der erste DD bei euch bereitstehen und dann halt wirklich euch einnehmen. So, der eine DD versucht jetzt halt noch die anderen DDs da hinten ein bisschen aufzuhalten, damit die uns dann nicht hinten am Hinterteil hängen. Und geht ja kein Gunfight mit diesen DDs ein, wenn ihr ein DD seid. Weil die machen euch fertig. Die machen euch wirklich, wirklich fertig. So, wie gesagt, wir versuchen jetzt hier die Transsilvania Richtung Kartenrand zu schieben. Schiebt sie nicht in den Kartenrand, weil ihr wisst ja, ist bei Standard ja auch so, wenn ihr in den Kartenrand seid, werdet ihr abgebremst. Und ihr kriegt sie dann nicht mehr richtig geschoben. Also wirklich vorher wirklich frühzeitig einlenken. So, ihr seht's, ne? Der Fokus lag auf uns und der erste DD hat uns jetzt hier genebelt. Was auch ganz wichtig ist, der DD darf nicht zu weit hinten sein. Ihr seht's, er nebelt jetzt nur mich, nicht die Transsilvania. Und da geht sofort das Fokusfeuer auf die Transsilvania. Die beste Möglichkeit oder der beste Abstand zu den Schiffen ist wirklich, dass ihr mit eurem Heck vom Zerstörer am Bug der Iowa klebt und Rest Richtung Transsilvania
eher ein bisschen mehr Transylvania, aber auch nicht zu weit. Weil wenn ihr vorne bei der Transylvania seid, dann nebelt ihr halt das Schlachtschiff nicht mehr. Und wenn ihr, wie gesagt, zu weit hinten seid, dann nebelt ihr eben die Transylvania nicht mehr. Und der Kreuzer auf die linke Seite von dem Konvoi positionieren, weil der ist wirklich jetzt auch nur noch dafür da, um Radar zu zünden. Das Schlachtschiff und auch der Kreuzer, die schießen jetzt nicht mehr. Weil der Vorteil ist, wenn das Radar die ganze Zeit offen ist, kann die Secondary arbeiten. Und die Secondary verändert euren oder verschlechtert euren Tarnwert nicht. Es wird nicht gewertet als Hauptbatterieschuss. Wenn ich jetzt mit der Hauptbatterie schießen würde, dann habe ich meine normale Erkennbarkeit und würde im Nebel wieder aufgehen. Und die Secondary verringert das nicht. Das heißt, ihr habt trotzdem eure garantierte Erkennbarkeit. So, und dann habt ihr dann wirklich die zwei DDs. Einer positioniert sich vorne, weil das ist ganz wichtig. Weil da kommt immer ein Wag oder eine Pestizide, kommt da immer oben. Ihr seht es auf der Minikarte, kommt immer links runter. Dieser Weg zwischen dieser großen Insel und dieser kleinen Insel, da wollt ihr später durchfahren. Der muss frei sein. Deswegen positioniert ein DD wirklich dann da oben, der so lange wie möglich das da oben hält. Und die zwei anderen DDs nebeln hier unten. Und da ist auch die Absprache ganz wichtig. Ne? Der DD, der gerade nebelt, sollte wirklich ab 8 Sekunden runterzählen. Dass wirklich allerspätestens bei 3 Sekunden der andere DD schon seinen Nebel zieht. Das ist ganz wichtig, damit ihr eine dauerhafte Nebelwand habt. So, da kommen nochmal die Torpedos. Da müssen natürlich die Zerstörer wirklich aufpassen, weil so ein Torpedo tut richtig weh. Ja, da habe ich jetzt hier nochmal meinen Perk gezogen gehabt. Den solltet ihr aber ab der Insel hinten wirklich nur noch für Notfälle benutzen. So, jetzt habe ich hier mal den Fehler gemacht gehabt, weil ich den Rico ein bisschen schützen wollte, zu schießen. Und ihr seht, ne, ich gehe jetzt auf und das Fokusfeuer liegt sofort auf mir. Und das tut richtig, richtig weh. Das hätte ich wirklich nicht machen sollen. Und auch die Idee ist, die Nebel neben euch immer torpen. Immer, immer und immer und immer torpen. Ist ganz, ganz wichtig. So, die Pestelzwarke oder wie sie heißt, die muss weg. Die muss unbedingt da vorne weg. So, jetzt ist das Radar ausgelaufen. Jetzt müssen wir kurz warten, bis das Radar wieder da ist. Aber wie gesagt, ihr habt eine garantierte Erkennbarkeit von 2 Kilometern. Das heißt, bei 2 Kilometern geht ihr definitiv auf. So, jawohl, schön, die ist weg, der Tanner hat sie noch rausgetorbt. Und ihr seht's, ne, auch Tanner hat jetzt wirklich nicht mehr viel Leben. Aber da wir jetzt den Heal aktiviert haben, heilen wir hier halt wirklich alle Schiffe zurück. So, und jetzt muss nur noch der eine Kreuzer da weg, dann haben wir freie Fahrt. Ne, der muss unbedingt weg. So, und ihr seht's, ne, was die an Schaden mit der Hauptbatterie machen. So, Torpedos sind raus. Weg damit. Sehr schön. Und jetzt haben wir hier freie Fahrt. So, wir haben jetzt Yoko verloren. Das bedeutet jetzt für den Rico, Rico muss jetzt hier runterkommen. Ne? Wir haben jetzt hier wirklich die freie Bahn. Und es kommen auch keine Schiffe mehr. Wenn die Hauptgruppe kommt, dann war es das. Das sind alle Schiffe, die dann wirklich kommen können. So, wir versuchen jetzt hier erstmal die Transylvania wirklich wieder nach rechts zu lenken. Wir versuchen dann wirklich die Transylvania hinter die Insel zu kriegen. Ich glaube, in den Videos, die dann immer gezeigt wurden, und Gott hab die Leute selig, die das dann wirklich auch probiert haben, ne, mit dem Schieben. Wir hatten es ja im Stream ja auch schon gesagt gehabt, dass man sie schieben kann. Bewusst war mir das schon, dass man sie natürlich dann wirklich hier komplett aus den Gefahrenzone rausfahren möchte. Da habe ich natürlich auch nicht mit dran gedacht, bin ich ehrlich. So, und Rico macht jetzt aber den Fehler, er stellt sich vor uns. Das bedeutet, er würde zwar hier die Transylvania nebeln, aber ihr seht, mich nebelt er nicht. Und solange wie ihr nicht gefokust seid, das bedeutet, wenn ihr die ganze Zeit im Nebel seid, kommen die auch so schnell nicht zurück. Ihr seht, die KI ist so programmiert, dass die wirklich erstmal komplett in den Hafen, da wo die Transylvania eigentlich steht, hinfährt. Und wenn ihr nicht gespottet seid, und da bin ich mir eigentlich recht sicher, kommen die auch nicht automatisch zurück. Wenn ihr aber einmal gespottet seid, dann kommen die. Dann drehen die alle sofort um und kommen Richtung euch gefahren. Also da müsst ihr wirklich aufpassen. Es war jetzt ein Fehler von Rico, dass er zu weit vorne stand. Dass ich offen war und jetzt wissen natürlich die Gegner, wo wir sind. Und ihr seht, die haben jetzt wirklich gedreht und kommen jetzt hier rüber gefahren. Den Fehler dürft ihr halt nicht machen. Die Absprache von den DDs mit dem Nebel muss super sein. Ihr dürft mit den DDs auch nicht zu weit von dem Schlachtschiff weg sein. Na, wie gesagt, die beste Position ist wirklich mit eurem Heck an der Iowa zu kleben und der Rest von eurem Schiff dann halt wirklich an der Transylvania zu kleben. Und den Kreuzer immer links zu lassen, Kreuzer auch wirklich nah ran, dass der halt auch im Nebel steht, ne? Weil es ist scheißegal, welches Schiff gespottet ist, die wissen dann, wo ihr seid und in die Richtung fahren die auch. So wie im Standard ja auch, ne? Das Schiff, was dann gespottet ist, da fahren die hin.
Und wie gesagt, immer runterzählen, ne? Die DDs so ab 10 Sekunden, 10, 9, 8, 7, ne? Und wie gesagt, so bei 3 Sekunden sollte der andere sein Nebel schon gezogen haben, weil er braucht ja wirklich so einen Moment, bis er sich dann halt auch legt. So, wir haben jetzt wie gesagt den Vorteil, dass wir jetzt hier hinten jetzt alles frei haben und deswegen die Ausstellung, die wir jetzt haben, das ist die beste. Wenn ihr eine andere Ausstellung habt, geht gleich einfach raus. Macht, versucht es nicht, wir haben es auch gleich versucht, werdet ihr hier nach der Runde auch sehen. Wir haben es dann aber auch sofort abgebrochen, als wir sofort dann auch schnell den DD verloren haben und haben dann direkt in die neue Runde reingestartet. Macht das nicht, versucht es nicht, das ist einfach nur demotivierend, wenn ihr da halt wirklich richtig einen auf den Senkel bekommt. So, jetzt muss hier unser Kreuzer natürlich aufpassen, dass er nicht unser Transylvania da berührt. Und wie gesagt, ihr könnt die super manövrieren. Wie gesagt, ich habe es sogar einmal geschafft gehabt, sie auf 20 Knoten hochzukriegen. Ihr solltet dann wirklich immer versuchen, so lang wie möglich mit dem Schiff dann wirklich gerade hinten an der Transylvania zu stehen, weil dann habt ihr den meisten Schub nach vorne. Na, wenn ihr lenkt, ihr seht's, dann bremst ihr halt ab. Und dann werdet ihr langsamer. Und so spielt ihr das jetzt wirklich zu Ende. Ihr spielt wirklich komplett auf 0 Sekunden runter. Und Kreuzer als Radar. Na, wenn ihr zum Schluss den Kreuzer verlieren sollt, dann ist das nicht so schlimm. Es ist blöd, weil ihr dann einfach blind seid, keine Frage. Aber es ist nicht so schlimm. Es ist dann immer noch machbar. Wenn ihr ihn aber zu Anfangszeiten sofort verliert, gleich neu starten. Gleich neu starten, gar nicht weiterspielen. Macht keinen Sinn. Der Kreuzer ist wirklich wichtig. So, und ihr seht's, ne? Secondary ist als am Schießen. Und jetzt fahren wir hier schön die Transylvania rum. So, und jetzt hier wieder der Fehler, ne? Dass ich gespottet bin. Das darf nicht passieren. So, dann kriege ich sofort hier die Kelle. Gute ist, dass die Transylvania zu bla, zu war. Ne, ihr seht, sie hat jetzt auch nicht mehr so viel Leben gehabt. Deswegen habe ich jetzt hier auch den Heal genutzt. Um hier alles zu heilen, weil ihr könnt mit eurem Heal auch die Transylvania. Also, wenn ihr wirklich bis zur Hälfte vom Leben der Transylvania dann immer den Heal zünden. Aber ihr seht's, ne, mein Unverwundbarkeitsperk habe ich eben nicht benutzt gehabt, weil hier kommen immer wieder random Torpedos. Das ist dann deutlich schlimmer, auch wenn ihr mal so einen bekommt, wenn ihr den Heal gerade aktiviert habt und ihr habt das Schadensbegrenzungsteam frei, nicht den Unverwundbarkeitsskill ziehen. Den wirklich nur zum Schluss aufheben, falls wirklich dann hinter euch mal so ein Schlachtschiff auftaucht, dass ihr euch da wirklich kurz zumachen könnt und dann alles, was ihr habt, draufschießen. Und ihr seht's, die DDs die ganze Zeit nach hinten wegtorben. Das ist wichtig, auch wenn der Kreuzer jetzt weg wäre und wir nichts mehr sehen würden. Als hinten wegtorben, weil die Torpedos müssen nicht mal die Schiffe treffen, sondern die müssen nur kurz an den Schiffen dran sein. Das reicht schon, damit die halt versuchen auszuweichen, abzubremsen, damit ihr hier einfach, ihr seht, den Abstand zu den Schiffen halt vergrößert. Ja, ihr müsst halt wirklich auf Zeit spielen. Und das könnt ihr halt wirklich bei allen Albtraum Modis machen, das funktioniert wunderbar, klar, bei den Anfänglichen ist es deutlich einfacher, dann halt wirklich die alle wegzuschießen, da hatten wir ja keine Probleme mit, klar, dauert es halt auch mal 2-3 Runden, weil die Absprache nicht gestimmt hat, keine Frage, aber sonst, wie gesagt, also wir haben es jetzt hier wirklich ab 8 gemacht gehabt, mit den Schieben, um einfach wirklich unsere Absprache zu perfektionieren. Ja, wir hätten 8, kann man wohl auch noch normal erspielen. Das hatten wir auch schon einmal fast geschafft. Da hat uns, glaube ich, 35 Sekunden gefehlt. Da bin ich aber leider dann auch rausgebrannt. Aber wir wollten natürlich, dass wir auf Nummer 9 dann halt wirklich sicher sind. Weil Nummer 9 geht wirklich nicht anders. So, und ihr seht, unsere Verbündeten sind da. Die kommen ab 1 Minute 30. Ich habe immer gedacht gehabt, dass die unbesiegbar sind und dann hier einfach alles aufräumen. Nein, ihr seht, die fliegen ziemlich schnell raus. Aber der Vorteil ist, die KI fokust sich dann auf die. Das heißt, die drehen dann auch wieder um und fahren erstmal Richtung KI-Schiffe. Solange wie ihr logischerweise nicht gespottet seid. Und das ist dann natürlich eine Zeit, die ihr wunderbar benutzen könnt. Ihr seht, der Abstand ist riesig. Das schaffen sie nicht mehr in 30 Sekunden jetzt hier hinter uns herzufahren. Ne? Also die Runde gehört einfach uns. Und das ist es halt. Ne? Ihr müsst halt, die Absprache ist das A und O. Wie gesagt, die Spawns der Gegner, ganz, ganz wichtig. Mitte, unten, das ist die Vorgabe, die ihr braucht. Alles andere geht sofort raus und startet einfach eine neue Runde. So, und ihr seht jetzt hier, die letzten Smokes werden gezogen. Unsere DD haben wir da hinten auch noch verloren von der KI. So, und zack,
Kreis Nummer 8 haben wir hier gemeistert. Und wie gesagt, Kreis Nummer 8 war wirklich perfekt. Das haben wir wirklich super koordiniert. Bei Kreis 9, da war dann halt, da hat uns halt wirklich die Müdigkeit ein bisschen gedickt und da war dann die Konzentration auch nicht mehr so groß. Ja, man guckt immer automatisch noch, so was man gemacht hat, ne? Obwohl es im Halloween eigentlich völlig egal ist. 7000 Credits plus gefahren. Sehr geil. So, ich habe hier extra, wie gesagt, keinen Cut gemacht gehabt, damit ihr halt wirklich seht, dass wir das hintereinander weggespielt haben. Und jetzt kommt so ein kleiner Spoiler. Jetzt haben wir dann nicht die Aufstellung, haben dann trotzdem überlegt gehabt, komm, wir versuchen es mal. Es funktioniert nicht, Freunde. Es funktioniert einfach nicht. So, jetzt erstmal hier meine Halloween-Kiste öffnen. Und, jawohl, 20.000 globale EP. Super. So, gleich wieder Schiffe auswählen. Ne, hier auch ein Riesendank an Rico, an Joko, Tannenberg und Darth Sidious. Wir waren wirklich, ihr wart ein super geiles Team. Es hat richtig viel Spaß gemacht gehabt. Und unsere Absprache hat zum Schluss auch wirklich gestimmt. Das ist halt wirklich das A und O. Ihr werdet erstmal bestimmt 4-5 Runden, 6-7 Runden eure Absprache perfektionieren müssen. Das ist einfach so, das war bei uns auch so. Da gibt es immer, immer einen, der irgendwo einen Fehler gemacht hat und das dann halt zur Niederlage führt. Aber, wie gesagt, lasst euch da nicht unterkriegen. Einfach rausgehen, allesamt rausgehen, das ist ganz wichtig. Wenn einer drinnen bleibt, so lange bleibt dann die Runde halt auch noch aktiviert. Einfach sofort das Spiel quitten, einfach neu starten. Ne? Lasst euch davon nicht runterziehen, weil die Motivierung ist halt kacke. So, jetzt achtet drauf, jetzt ist wirklich die Aufstellung von den Gegnern anders. So, gleiche Taktik wie immer, ne? Kreuzer gleich etwas zurück, Schlachtschiff direkt umdrehen Richtung Transylvania. So, drehen hier gleich wieder weg. Radar sofort gezündet. Und ihr seht, die Aufteilung ist jetzt eine andere. Ne? Jetzt sind die 4 Schiffe unten. Das ist das Schlimmste, was euch passieren kann. Und oben sind halt die 2. Ne? Und ihr seht, so werden dann euer Team, wird dann halt wirklich auseinandergerissen. Und das ist Kacke. Das wollt ihr nicht. Ne? Wie gesagt, Schweichler, wenn der auf dem Rückweg ist, direkt hier wirklich immer mitschießen. Das ist dann erstmal kackegal. Einfach raus, was man raushauen kann. So, Kreuzer ist auf dem Rückweg. Ne, so, jetzt muss der zweite DD, der jetzt oben gespawnt ist, das ist halt auch noch das Blöde. Ne, der eine DD unten muss jetzt gegen 4 Schiffe spielen, was wirklich saumäßig schwer ist. Der zweite ist jetzt erstmal auf dem Weg dahin. Ne, kann jetzt wirklich nicht gut agieren. Das ist eine scheiß Voraussetzung, Freunde. Das werdet ihr auch sehen. Ne, wir werden jetzt gleich wirklich den DD ganz schnell verlieren und haben sofort gesagt, alles klar, gleich neue Runde starten. Ne, lasst euch da nicht runterziehen, weil wenn ihr gefrustet seid, dann macht ihr einfach deutlich mehr Fehler. Ne, wir hatten jetzt wirklich den Siegeserfolg. Ne, das pusht einen halt nochmal richtig. Und das müsst ihr ausnutzen. Das müsst ihr wirklich ausnutzen. So, wie gesagt, wir fahren jetzt hier wieder zur Transylvania. Ja, unser DD da unten gegen 4, das wird er nicht lange mitmachen. Wenn der einmal aufgeht, dann hat er ein ganz großes Problem. Weil die hauen einen riesen Schaden auf euch raus. Die knallen ja, das ist ja auch das Geile, die knallen ja wirklich mit der HE, die Kreuzer, ne, knallen mit der HE, zieht das in die Hipper rein. Also die Hipper haben sie wirklich dieses Update oder in diesem Modus wirklich nicht gut umgesetzt. Ich sag mal, ne, ich hab's ja im Infoteil schon gesagt gehabt, die Schmeichler und die Juwel so rum, die sind wirklich fair gebalanced, aber die Hipper ist zu schwach. Die ist wirklich viel zu schwach. So, und ihr seht's, ne? Es ist langsam kaum noch möglich, dann hier den Ring zu halten. Also, die Aufstellung ist scheiße. Kann ich wirklich nicht anders sagen. So, hier wieder abgebremst, ne? Damit wir hier wirklich schön die enge Kurve fahren. Ganz wichtig, denkt immer dran, wenn ihr an den rechten Flügel drückt mit dem Bug, dann fährt sie nach links. In den linken Flügel, dann fährt sie nach rechts. So, schön hier den Bogen gefahren. Und dann schön andocken ans Airschirn. Zack. Und wir schieben die Transylvania. So, und wir haben jetzt die Juwelier verloren. Ne? Und das ist kein guter Ausgangspunkt. Gleich zu Beginn, ohne dass wir jetzt richtig angefangen haben zu schieben, gleich raus, haben wir auch gemacht. Ne? Ihr seht es gerade. Deswegen Uncut. Ich will euch das hier wirklich präsentieren. Gleich raus, Schiffe auswählen. Gib ihm. Haben wir natürlich nochmal beraten. Haben dann auch wirklich gesagt, ey, wir machen wirklich nur die eine Aufstellung, weil das wirklich am besten funktioniert. Ja, die haben wir auf Joko warten müssen.
So, Joko bereit, auf geht's. Und jetzt achtet wieder auf die Aufstellung. Ne? Achtet wieder auf die Aufstellung. Macht euch, wenn ihr euch das nicht merken könnt, macht euch einen Screenshot davon, damit ihr das halt immer im Auge behaltet. Wenn ihr die Aufstellung nicht habt, gleich quitten, gleich raus. Ihr habt es gesehen, es macht keinen Sinn. Es frustriert euch dann nur. Und das wollten wir nicht riskieren, deswegen gleich raus, gleich Neustart. Gleiche Taktik wie immer, ne? Kreuzer sich wieder defensiv zurückziehen. Der Schmeichler direkt runter. Wie gesagt, achtet immer wieder oben auf die Minimap, damit ihr halt seht, wie wir uns positioniert haben. Und dann halt wirklich ein DD später dann halt an die große Insel darstellen, dass der uns da den Weg freischießen kann, dass wir da durchbrechen können mit der Transylvania. Und einer sollte sich dann. Wir haben den Obersten genommen. Wie gesagt, das ist halt jetzt auch der Vorteil, ne? Der oberste DD hat jetzt so gesehen nichts zu tun. Das heißt, der kann halt auch schon Richtung Transylvania dann kommen, wenn ihr die erste Welle aufgehalten habt. Ne? So, das ist wieder die perfekte Voraussetzung. In der Mitte sind wieder die vier Schiffe, unten sind wieder die zwei. Die rechte Flanke ist komplett frei. Das ist genau das, was ihr wollt. Alles andere nicht spielen. Das ist einfach Zeitverschwendung. Unnötige Zeit, die ihr verliert. Ihr wollt es ja wirklich dann zügig schaffen. Und das passt dann. So, ihr seht's, ne? Schlachtschiff gleich wieder umdrehen. Wir schießen da halt jetzt wirklich die ganze Zeit drauf. Solange wie wir noch nicht bei der Transylvania sind. Kreuzer ist auch schon auf dem Rückweg. Weil auf Kreis 9 sind sie dann schneller, sie halten mehr aus, sie hauen deutlich mehr Schaden raus. Da müsst ihr halt wirklich aufpassen. Und wichtig ist halt, ihr spielt die ganze Zeit auf Zeit. Ihr müsst dem Schlachtschiff die Zeit geben, dass er halt wirklich an die Transylvania rankommt. Und solange muss da halt alles aufgehalten werden. Sondern ihr seht es, ne, bei der Aufstellung kann halt auch wirklich jeder DD richtig wirken. Und muss nicht erst sich positionieren. Und sie sind trotzdem nicht weit auseinander. Das heißt, sie können sich dann auch gepflegt zusammen zurückziehen. So, wir fahren hier wieder rum. Wie ich es eben schon sagte, kurz vor der letzten Kurve halt nochmal abbremsen, damit halt die Iowa wirklich richtig schön, so typisch Battleship, falls einer den Film kennt, als würdet ihr so eine Ankerkehre machen, ne? Anker rausgeschmissen und das Schiff wird fast auf der Stelle gedreht, was logischerweise nicht geht. Aber das ist das Beste, was ihr machen könnt. So lang wie möglich mit Vollgas reinfahren, dass ihr wirklich so schnellst wie möglich bei der Transylvania seid. So, hier muss ich den Heal aktivieren, weil das ist auch wichtig, dass der Kreuzer immer frühzeitig sagt, ey, ich brauche Heal, ich brauche Heal. Ne? Nicht erst beim letzten Millimeter Leben sagen, das taugt nichts. Wirklich, wenn er noch die Hälfte am Leben hat, gleich brüllen, ich brauche Heal. So, und jetzt hier, seht ihr das, wird runtergebremst, schön hinten angedockt. Hallöchen, mein Transylvanchen. Und ab nach vorne mit dem Ding. So. Gleiches Spiel wie eben, ne? Rechter Flügel, wenn ihr mit dem Bug da reindrückt, dann dreht sie nach links. Linker Flügel dreht sie nach rechts. Und ihr solltet sie anfangs wirklich so ein bisschen nach links drehen, dass ihr wirklich gerade Richtung Karten rankommt und wie gesagt dann frühzeitig sie nach rechts drehen. So, jetzt haben wir schon recht früh Joko verloren. Wir haben gesagt, wir machen es trotzdem. Haben wir uns so einen kleinen Spaß draus gemacht und haben gesagt, Joko ist unser Ritual. Wenn Joko untergeht, weil er ist ja vorhin in der achten Runde auch untergegangen, dann schaffen wir das. Und ihr seht es, ne? Wieder den einen DD wirklich an der linken Seite positioniert, der andere ist in der Mitte, der zieht sich jetzt zu uns rüber. Wir haben jetzt halt, wie gesagt, den Nachteil, dass wir ein DD weniger haben. Das heißt, auch die linke Seiten oder der linken Seiten DD muss dann halt auch frühzeitig zu uns rüber. So, unser Kreuzer versucht wieder auf die linke Seite von uns zu kommen.
dass der dann halt später auch mit eingenebelt wird. Das ist wichtig von dir. Ihr solltet den Kreuzer nicht zu früh verlieren. Ihr braucht das Radar. So, gucken, was wir den Ghoul da noch wegkriegen. Jawohl, das sieht gut aus. Sehr schön. Und wie gesagt, es muss ein DD bei euch sein, wenn es angefangen wird, auf euch zu fokussen. Wenn es jetzt nur ein DD da hinten ist, dann ist es nicht ganz so schlimm. Na, ihr seht, der Rico, der ist noch nicht bei uns. Auch wenn der Fokus jetzt schon auf uns liegt. Ich habe zum Rico auch gesagt, ey, du musst jetzt zu mir kommen. Der Fokus liegt an. Aber es ist aktuell nur ein Schiff. Wäre es jetzt ein Schlachtschiff oder ein Kreuzer, wäre das deutlich schlimmer. Und ihr seht, unser Kreuzer hat jetzt diesmal auch ordentlich ins Gesicht bekommen. Deswegen müssen wir jetzt auch öfters den Hebel benutzen. Deswegen schaut euch wirklich nochmal Kreis 8 an, weil da war unsere Absprache einfach perfekt. Hier haben wir halt wirklich deutlich mehr Fehler gemacht. Und da will ich auch auf keinen zeigen. Es lag halt wirklich daran, dass wir einfach auch alle müde waren. Ja, den hätte ich mir, ne, das ist das, was ich eben gerade meinte, den hätte ich mir komplett sparen können, weil mich hat er so oder so schon mal gar nicht getroffen, sondern nur die Transylvania, also das war jetzt absolut unnötig. So, Rico steht immer noch nicht gut, er steht noch zu weit vorne, lässt sich jetzt nach hinten fallen. So, und jetzt passt es langsam. Sidious ist auch zu weit außen, ne, mit seinem Kreuzer, der müsste jetzt auch wieder näher an uns ran. Haben jetzt, wie gesagt, den Nachteil, dass wir jetzt nur noch zwei DDs haben. Das heißt, die Nebelwand wird halt immer wieder aufgehen. Und wir werden kurz gespottet sein. Ne? Dings hier, Tanne versucht da oben halt jetzt wirklich, wie es ja eben schon sagte, die zwei fahren immer nach links durch. Ne? Die Pestizide und hier der ewige Skarabius, die zwei fahren immer an der Unterseite von der Insel lang. Die zwei müsst ihr halt wirklich rausfokussen. Wenn die zwei raus sind, dann habt ihr freie Bahn. Das ist ganz, ganz wichtig. So, gleich läuft der Nebel aus. Und dann haben wir erstmal ein Problem. Ne? Tanne muss dann jetzt wirklich, wenn die Schiffe da weg sind, schnellstmöglich an uns rankommen. So, jetzt sind wir offen. Also mit einem DD ist es fast nicht machbar. So, hier ist aktiviert. Und ihr seht es, der Sidious, der frisst einfach. Der Kreuzer, der ist halt wirklich am größten benachteiligt in dem Modus. So, die Pestizide muss da unbedingt weg. Ich wollte jetzt halt, wie gesagt, den Fehler erstmal nicht machen, so lange wie möglich zubleiben. Wenn ich dann natürlich garantiert offen bin, dann kann ich auch schießen. Aber so lange will ich eben versuchen, nicht aufzugehen. So, nochmal reingedrückt. Und ihr seht, ihr macht halt echt kaum Schaden, ne? So, Rico aufpassen, dass er die Torpedos nicht futtert. Genau, sehr schön. 6 Sekunden können wir auch wieder schießen. Und die zwei Torpen da wirklich auf den Pestizilen, Zwag, was auch immer. So, zack, haben wir dem auch nochmal eine gedrückt und raus mit dem Teil. Los, jawohl. So, und jetzt haben wir hier wieder die freie Fahrt, ne? Jetzt haben wir wieder die zwei, die dürft ihr nie vergessen, Freunde. Die zwei müssen frühzeitig einfach weg, weil die anderen fahren nicht unten lang. Das sind immer die zwei, die den Außenweg fahren. Und die müssen weg. Frühzeitig besser als spätzeitig. Und ihr seht's, ne? Sidious braucht nur einen Schuss, ja, zack, ist er weg. So, und jetzt sind wir natürlich blind. Jetzt sind wir wirklich auf uns allein gestellt. Ne? Müssen dann jetzt hier auch gleich wieder healen, weil ihr seht, die Transylvania hat nicht mehr viel Leben. Also ihr habt das gemerkt, ne? Hier hat die Absprache nicht mehr funktioniert. Und das ist das, was ich sage. Die Absprache ist das A und O. Ne? Wir sind jetzt hier eher wie so ein aufgewühlter Hühnerhaufen. Ich habe auch kaum noch Leben. Aber es ist trotzdem machbar. Also nicht zu früh
den Kopf in den Sand setzen, weiterfahren, wenn ihr so weit schon seid. Wenn ihr wirklich jetzt hier an dem Punkt seid, dass die zwei Schiffe weg sind und hier ihr an den Inseln seid, dann habt ihr es im Großen und Ganzen schon fast geschafft. Wenn ihr die Hipper verloren habt, ja, ihr seht's, ne? Die sind zu weit weg, sie sind beide viel zu weit weg. Sie hätten näher an mich stehen müssen und vor und hintereinander. Nicht so nebeneinander. Ja, wie gesagt, wenn die zwei da wirklich weg sind, dann habt ihr freie Fahrt. Dann habt ihr wirklich den größten oder den schlimmsten Teil habt ihr dann überstanden. Versucht wirklich, den Kreuzer überleben zu lassen. Spielt den passiv. Bringt den dann zurück. Bringt den an die linke Seite von dem Konvoi, dass der wirklich nah dran steht, auch mitgenebelt ist. Und dann wirklich nur noch Radar, Radar, Radar. Wie gesagt, wir haben jetzt den Nachteil, dass wir nichts mehr sehen. Wir müssen jetzt 5 Minuten 30, müssen wir jetzt hier wirklich blind fahren. Ja, 5:25. Aber das ist auch für euch selbst purer Horror, weil ihr nicht wisst, wie weit oder wie nah sie hinten dran sind. Weil ihr seid langsamer, ne? Die holen euch ein, wenn die frühzeitig zu euch umschwenken. Und wenn der Fehler gemacht wird, dass halt das Schlachtschiff oder die Transylvania kurz gespottet sind, dann kommen die zurück. Also wenn ihr es wirklich schafft, den Konvoi von vorne bis hinten komplett unsichtbar zu halten, dann habt ihr ein leichtes Spiel. In Anführungszeichen. Dann ist es wirklich recht einfach. Alles andere macht es wirklich unnötig schwer. Ja, 23 Sekunden kann ich auch wieder heilen. Transylvania wieder ein bisschen höher zu kriegen. Und nein, Freunde, wir haben es noch nicht geschafft. Wir haben es noch nicht geschafft. Da kommen dann nochmal kleine Situationen. Das so viel kann ich nochmal verraten. So, Heal aktiviert. Und auch wenn wir nichts sehen, ne, als nach hinten wegtorben. Um einfach die Hoffnung zu haben, dass irgendein Torpedo nah genug an den Schiffen ist, damit die halt einfach ausweichen müssen, abbremsen müssen, dass sie einfach mehr Dings bekommt. Ihr seht's, ne? Das eine Schlachtschiff weiß gar nicht, dass wir hier hinten sind. Also noch ist alles gut. Als hinten rausschmeißen. Das ist das, was ihr wollt. So, ich bin gespottet, weil jetzt wieder der Fehler war, dass hier die Jungs nicht richtig genebelt haben. Und jetzt wissen die, wo wir sind. Und jetzt fahren die hinter uns her. Das war ein Riesenfehler, den wir jetzt zu dem Zeitpunkt nicht hätten machen dürfen. Und ihr seht's, ne? Der Rico, ich weiß nicht, ob es Rico oder Tan ist, der ist zu weit vorne. Das ist zu gefährlich, dass ich dann halt immer und immer wieder aufgehe. Ah ne, dann ist der vordere. Rico wollte mal ein bisschen kuscheln. So, wir sind wieder offen und ihr seht's, wir haben ein Schlachtschiff am Bobbis. Der ist noch 5 Kilometer entfernt. Und das ist das, was ich meinte. Die Absprache, wenn die wirklich mal fehlerhaft ist, dann wird's schwierig. Dann wird's wirklich schwierig. Ja, die DD ist zu weit rechts. Einer viel zu weit vorne. Dass er mich nicht da, ihr seht's, dass er mich überhaupt nicht deckt. Vorteil ist, ich bin halt wieder fast full life. Transylvania haben auch über die Hälfte wieder zurückheilen können. So, 2 Minuten haben wir noch. Bis wir hier hoffentlich Rang 9 schaffen. Und ich kann euch sagen, Freunde, ey, unser Herzen, die haben gepocht, die habt ihr durch die Mikrofone gehört. So angespannt waren wir. So, und wie gesagt, weiterhin als Nebel, 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 Nebel. Ihr solltet logischerweise auch als Voraussetzung eure DD-Kapitäne auf 16-4 ziehen. Zur Not spielt halt wirklich nochmal
ein bisschen eine niedrigere Tierstufe. So, und jetzt haben wir das Problem, die passt wieder, beste Zielenzwang, was auch immer, die ist jetzt zu nah ran, dass ich nicht mehr zugehe, dass ich jetzt wirklich permanent gespottet bin. Die muss natürlich jetzt ganz, ganz schnell raus. So, und ihr seht's, ne, die Torpedowerfer, die machen kaum noch wirklich richtigen Schaden. So, als drauf, zack, Türmchen nochmal angedüdelt von dem Ding. Und jetzt haben wir uns hier nochmal zur Notfall mit diesem Perk aktiviert. Und deswegen sage ich ja, haltet den auf jeden Fall bereit, dass ihr den halt wirklich zum Schluss nochmal benutzen könnt. So, ihr seht es, jetzt kommen sie alle zu uns, ne? Und die Jungs machen als mehr Fehler, ne? Ich werde als weniger genebelt. Freunde, da wurde ich dann auch langsam ein bisschen krantig. Wie sagt der Ronny, da werde ich ein bisschen wild hier, ne? So, wir haben sogar einen Turm verloren. Das ist das erste Mal, dass ich sogar einen Hauptbatterieturm verloren habe bei dem Schmeichler. So, 14 Sekunden noch. Das sollten wir schaffen. Das sollten wir schaffen. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Das war jetzt hier die Runde Nummer 9, Freunde. Wir waren alle so glücklich. Ne, zack, Kreis der Albträume 9 geschafft. Und jetzt habt ihr gesehen, wie wir das gemacht haben. Und ich fand, wir haben es nochmal so ein bisschen, wir haben ein bisschen verbessert, ne, von der Grundidee, was die anderen Leute gezeigt haben. Weil das mit dem komplett wegfahren ist tausendmal besser, als wenn ihr sie wirklich nur an die Insel stellt und sie da versucht zu beschützen. Das ist blödsinnig. Ne? Ihr versucht halt wirklich einfach auf Zeit zu spielen, den Abstand zu den Schiffen so groß wie möglich zu lassen und dann habt ihr Ruhe. Wenn ihr wirklich die zwei, den Kreuzer und das Schlachtschiff da an der Ecke wegknallt, dass ihr freie Bahn habt, dann einfach mit der Transylvania weg. Weg, weg, weg. Das ist eure Mission. Weg mit der Transylvania. Und die DDs müssen halt wirklich eingespielt sein. Die Absprachen müssen stimmen, dass ihr eine dauerhafte Nebelwand habt. Wie gesagt, die Höhe von den DDs muss wirklich so sein. Bugspitze, ein Tickchen weiter unten von der Bugspitze. Der Iowa, der Rest eher Richtung Transylvania. Dass dann wirklich der Nebel mittig liegt, dass wirklich alle beide Schiffe drin sind. Freunde, ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen. Ich hoffe, euch hilft dieses Video. Und dann hoffe ich, dass wir uns alle Mann im Club des Kreises 9 wiederfinden können und uns umarmen können und stolz auf unsere Leistung sein können. Kleines Fazit zum Halloween-Event. Ich finde das Event wirklich geil. Es hat richtig viel Spaß gemacht gehabt. Einen kleinen negativen Punkt muss ich an Wargaming aber da lassen. Ich finde es von Wargaming einfach nicht gut, den Modus so schwer zu machen, dass sie selber nicht mal wissen, ob man es überhaupt noch schaffen kann. Also ich finde, so ein Modus muss von vorne bis hinten komplett durchgetestet werden und es muss einfach eine Möglichkeit da sein, dass man das halt auch auf normalen Wege schaffen kann. Das finde ich halt wirklich so einen kleinen Kritikpunkt. Ich glaube, klar, ich habe das schon so ein bisschen verstanden, warum man es gemacht hat. Man möchte natürlich auch, dass es wenig Leute schaffen, dass man dann halt doch mal ein bisschen mehr in die Dublonen investiert und dann halt in dem Shop dann halt auch ein bisschen mehr Geld ausgibt. Aber ganz ehrlich, Wargaming, hättet ihr einfach den Shop deutlich interessanter gestaltet, ne, wie zum Beispiel die Tarnung für Dublonen angeboten, dann hättet ihr wahrscheinlich auch deutlich mehr Geld verdienen können. Ne? So sehe ich das zum Beispiel. Aber trotzdem, wie gesagt, Modus an sich wirklich geil. Nach hinten weg sollten sie wirklich nochmal ein bisschen drauf achten, dass es wirklich auch normal machbar ist. Und nicht sagen, ja, wir sind uns noch nicht mal sicher, ob man es überhaupt schafft. Weil, wie gesagt, auf normalen Wege wirst du es einfach nicht schaffen können. Und ja, die Hipper, da sollte auf jeden Fall nächstes Jahr auch nochmal was passieren. Erstens hoffe ich erstmal, dass neue Schiffe kommen. Und zweitens, dass der Kreuzer dann halt wirklich nicht so dermaßen benachteiligt ist gegenüber den anderen zwei. Ne, die anderen zwei, finde ich, die haben eine faire Chance gegen die Gegner. Die Hipper hatten einen riesengroßen Nachteil und frisst da auch einfach viel zu krass Schaden. Und die Torpedowerfer, typisch deutsch, die fliegen so oder so meistens sofort raus. Ne? Also da muss Wargaming auf jeden Fall nochmal nachbessern. Trotzdem, der Modus selbst hat unfassbar viel Spaß gemacht und für mich auch einer der geilsten Modis, die wir je in dem Spiel hatten. Also das war wirklich top. Hier gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ihr seht ja auch schon im Hintergrund die Kanalmitglieder runterlaufen. Vielen lieben Dank für euren Support. Und dann sehen wir uns die Tage wieder mit der Leviathan und mit der Rasputin. Glaubt mir, das Rasputin-Video, das wird auch nicht gerade benutzerfreundlich. Also da werde ich natürlich ganz, ganz stark Kritik üben. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein schönes Restwochenende. Bis dahin, euer Adlerbach. Macht's gut!